Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Let's Play, haben wir den Tempel in Eldin erledigt und wollen heute uns aufmachen wieder ins Wolkenhort, um die nächsten Aufgaben zu erfüllen, beziehungsweise uns für die nächste Reise zu vorzubereiten nach Ranel. Das ist ja die nächste große Etappe. Und ja, wir wollen mal ins Wolkenmeer reisen. Ich denke mal, hier haben wir so gut wie alles erledigt. Ich wüsste jetzt zumindest nicht, was ich jetzt so machen könnte eben. Einmal geht's auf nach oben und dann geht's auf Richtung nächstes Ziel. Jawohl. Ja. So, gut, dann auf geht's. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir können schon mal wieder ein bisschen, genau, hier diese Dinger hier machen. Ich glaube, die holen wir uns gleich mal eben auch. Zumindest die hier in der Nähe sind. So, einmal nach da. Gut, dann wollen wir doch mal eben hinfliegen. Das sind ja diese komischen Kisten, die wir immer wieder machen. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, sie schon zu holen, dann machen wir sie auch. Selbstverständlich. Bevor wir mit der Story weitermachen. Man ist halt doch schon mal so ein bisschen gespannt, was da denn genau drin ist. Das ist so geil mit diesem Flop. Was ist das denn? Was ist hier denn? Hi. Ja, du bist Link. Ich komme nur selten. Ich bekomme hier nur selten Besuch. Wo bist du? Wie, du hast mich noch nie von mir gehört. Ich war irgendwas als Model tätig. Oder kennst du vielleicht das hantierende Model Pika aus dem Itemlager? Ich bin ihr Vater. Zu viel Information für dich. Ach, die jungen Leute von heute. Das hier ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meine Schwertkämpfe trainiere. Eins war ich bekannt als das Model von Wolkenhort. Doch durch den ganzen Stress und meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Deshalb trainiere ich täglich hier, Bambus zu schneiden. Hält nämlich wunderbar fit. Wie sieht's aus, Link? Lust auf ein Training? Klar. Das wollte ich hören. Also dann mal los. Warte einen Moment. Ich glaube, ich habe was vergessen. Richtig. Ich weiß es wieder. Du musst einfach nur diesen Bambus durch kleine Stücke schneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viel du schaffst, bevor der Bambus umfällt. Je mehr Stücke du schneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also, was soll's. Ja, klar. Also gut, ich will von dir Blitzschlaghiebe sehen, in Ordnung? Oh Gott, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, weil ich das bisher immer verkackt habe. Okay, 26 Mal. Ist wahrscheinlich total schlecht. Wahrscheinlich um die 100 Mal geht wahrscheinlich. Sagte mein Junge, du kannst wieder durchatmen. Du hast den Bambus 26 geteilt. Du bist wirklich talentiert. Eine beeindruckende Leistung oder eine tolle Schwertführung. Hier, das hast du dir richtig verdient. Was kriegen wir? Ein Schattenkristall. Okay, das ist irgendwas zum Craften. Dieser leuchtende Kristall beinhaltet die konzentrierte Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form. Haben wir die schon mal gehabt? Nee, haben wir nicht. Okay. Okay. Beim nächsten Mal will ich mindestens 28 Stück fliegen sehen. Falls du Lust hast, Bambus zu kürzen, schau jederzeit bei mir vorbei. Ich will es versuchen. Komm! Na los, Bambus wird sich klein zu Stückeln schneiden. Ja, Gott, ich bin 26. Um das zu wählen, solltest du an deiner Technik arbeiten. Also gut, ich will von dir Blitzschnelle Hiebe sehen, in Ordnung? Ah, versuchen wir es mal. Wir waren ja schon recht nah dran. Ja, das war schlechter als eben. Aber ich sehe wahrscheinlich total affig dabei aus. Ich sollte vielleicht mal versuchen, leichtere zu bewegen. Nicht übel, ich gebe dir einen Trostpreis. Hier sind 30 Rubine. Ja, gut. Oh, was ist das für ein Schwert? Glaubst du, dass du dich damit so wacker geschlagen hast? Längeres Schwert. Okay, das heißt, wir kommen irgendwann wieder. Okay. Alles klar, das heißt, wir sollten irgendwann mal wiederkommen. Okay. Das ist ja immer noch unser Ritterschwert. Man sollte sich denken können, es ist ein Zelda-Spiel, das heißt, wir werden irgendwann auch noch ein anderes Schwert bekommen. Das war es ja bisher immer so. Moment, ich wollte ja eigentlich, hin, um die Kiste zu holen. Aber wo ist die Kiste? Ist sie oben drauf? Ja, scheinbar nicht. Okay. Ist sie hier hinter? Da ist sie, okay. Hallo Kiste!
Oh, 100 Rubi, 300. Oh. 300 Rubis. Geil. Und wir haben das Maximum erreicht. Ich bin dazu geneigt, erstmal zum Wolkenhorn zurückzukehren, um ehrlich zu sein. Ich meine, wenn wir die jetzt voll haben, sollten wir die vielleicht erstmal leer machen. Wo ist denn der Wolkenhort? Okay, einmal in die andere Richtung. Ja gut, dann haben wir uns das schon mal voll gemacht. Dann holen wir uns aber erstmal ein paar Sachen dafür. Und machen das halt einfach ein bisschen leerer, unseren Geldbeutel. Bevor wir weiter damit fortsetzen. Du. Ab ins Wasser klatschen. Aber wir landen wahrscheinlich irgendwann wieder in einem festen Punkt. Ja, das zeigt mir eigentlich nur, dass das halt tatsächlich irgendwie festgemacht ist. Dass die Map quasi nochmal neu lädt, wenn man hier reingeht. So, dann wollen wir doch mal sehen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt als erstes zum Bazaar mal eben. Mal gucken, ob wir da mal im Umlauf wieder eventuell irgendwas aufwerten können. Was war das hier nochmal? Das war nicht der Bazaar, oder? Käfersammler. Okay. Moment, wir können ja auch nochmal zu dem Typen von Bardo gehen. Oh, was? Ah, ihr kommt gerade richtig, wenn ich habe das hier mit meinem Sortiment. Ihr könnt nun kleine Bombentaschen erwerben. Werft euren Blick drauf, wenn ihr möchtet. Okay, das heißt, wir können wahrscheinlich unsere Bomben erweitern. So. Oh, ja. Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann alles verbessern und ein Schild reparieren. Also, was soll ich tun? Alles verbessern. Also klar, dann zeig mal, was ich verbessern soll. Hier. Ah, das können wir sogar machen. Gut. Tada! Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr wirklich gemacht werden. Auch kein Problem. Okay. Alles klar, dann leg ich mir los. So, ich bin fertig. Hier, das gehört dir. Sag mir Bescheid, wenn ich neu weiter alles für dich verbessern soll. Kann ich das nochmal? Okay, ich brauche Wüstengras. Ah, das kriege ich sowieso in Ranel. Und Monster Clown auch wahrscheinlich. Gut, das heißt, wir müssen aber sowieso irgendwann mal weitermachen mit. Das darf ich auch noch nicht verbessern. Die Schleuder? Finsterhalbmond fehlt mir. Und Dekotasche auch noch nicht. Okay. Das wird also alles erstmal nach hinten verlegt. Oh, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Kannst du mir irgendwas Interessantes eigentlich brauen? Ah, nee, das ist der Typ dahinter, nicht? Da war der dahinter. Nö, lass mal. Für Prachtgeil finde ich. Ich möchte da hinten mal mit dir sprechen. Willkommen, Matralla. Wenn du uns mal einen Trank gekauft hast, kann ich ihn verfeinern oder deine Werke verbessern. Ich habe keinen Trank leider gerade da. Ich muss mir mal welche kaufen. Moment. Welcher war denn nochmal? Das war der Heiltrank, oder? Das hier ist ein Herztrank, der füllt und sagt uns schon 8 Herzen. Möchtest du ihn haben? Dann 20 Rubine. Her damit. Natürlich. So, okay, dann gehen wir gleich mal zu Terry. Das ist ein Herzregal. Setz ihn in seine Tasche, um so und so viel Herzen zu heilen. Das möchte ich mir mal angucken. Ich meine, wir haben gerade sowieso zu Zeit dafür. Willkommen im Trankladen. Wenn du uns mal einen Trank gekauft hast,
Gibt es einen Trank, den du verfeinern möchtest? Ja, klar. Zeig dir, welchen Trank ich verfeinern kann. Das möchte ich mal eben machen. Kann ich gar nicht. Okay, mir fehlt was. Gut, dann nicht. Dann hat sich das. Gut, haben wir hier sonst noch was? Dann haben wir das Itemlager. Nö, eigentlich können wir hier gar nichts so groß machen. Die haben auch keine Dialoge gerade für mich. Das heißt, wir können mal eben zu Terry latschen. Oder zu Terry hochklettern. Das machen wir auch mal eben. Gut, auf geht's. Da hinten ist er. Hier Schleider. Bam, 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 bam. So. Einmal rein da und dann hätten wir. Was haben wir hier denn? Hier haben wir die. Was ist das denn? Das ist die Insektmal. Sehr fertiger Geheimnis-Server, wenn du schon meine bloß Beine trägst. Sie zeigt dir einfach, was ich den Insekten. Okay. 1000 Rupees. Oh, oh. Ah, sieh dich doch ein wenig weiter um. 1000 Rupees. nee. Ich meine, es ist doch die mich dann halt. Diese zusätzliche Zeit immer ertragen. Gekauft. Badababau. Blam. Schön. Thank you. Wahrscheinlich kann ich mir nicht die mehr Obis kaufen, oder? Oh. Klar. Da badababam. 900 kann ich mir tragen. Cool. Dieses Kampf wirst du dich bereuen. Ich mag dieses ganze Upgrade-System im Spiel. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also ist ja das erste Mal, dass Zelda das gewagt hat. Gab ja in Breath of the Wild, gab es dann ja halt nochmal. War ziemlich cool. So. Halt. Ich nehme mich mit. Wir können eigentlich gleich mal zu dem Käfer-Typi gehen, der halt in der Nacht da rumgammelt. Bei seinem Zimmer halt. Können wir gleich gerne mal hingehen. Im Moment haben wir ja sowieso einen relativ entspannten Part so zwischen den Tempel gerade wieder. Was ich ganz gerne begrüße. Also es macht im Moment richtig Spaß. Das ganze Spiel. Ich hoffe euch auch. Hoffe ich echt. Hi. Pukus Haus. Ja, es ist hier alles ein bisschen. Kann ich hier Aufgaben erfüllen? Was sagst du? Du hast also nicht das verschwundene Kind gefunden? Also wurde die Kleine doch nicht geführt. Nun, wie auch immer. Wichtig ist, dass jemand Gutes geschieht. Ja. So, was haben wir hier denn? Ich guck mich mal ein bisschen um. Das macht man halt so mal. Ich sammle Antiquitäten. Das ist mein Hobby. Viele Gegenstände hier sind äußerst wertvoll. Pass auf, dass du nichts davon kaputt machst. Okay. Was ist das denn hier alles? Eine Palme aus Wind Waker. Ich könnte hier schlafen. Steht hier was? Ach, schade. Diverse Schließfächer als Antiquität. Schrank, Antiquität. Eine Blume, ein Dings, eine Gießkanne. Karte vom Wolkenhort. Na gut, Antiquitäten ist es jetzt nicht unbedingt. Das ist halt relativ langweilig, was die hier hat. Na gut, das hier könnte ein bisschen. Ha! Was soll das, du Flegel? Was hält dir einmal kostbar an Quinte ab und zu starten, du wirst die mehr letzte Raum auch geil. Wenn ich sein wirst du dran! Jetzt magst du mich nicht mehr, oder? Jetzt hast du einfach meine Wertfolge an Quinte zerstört, beim nächsten Mal bekommst du was zu hören. Ist das, wenn ich da jetzt wieder reingehen würde, ist das wieder da?
Ah, es ist lieb gemacht. Ich mag die Details. Das ist cool. Das ist voll cool. So, dann gehen wir noch mal rein. Cool. Gehen wir noch mal rein. Gucken wir noch mal, ob wir das noch mal. Nee, noch mal kaputt machen werde ich das nicht. Aber ich will mal sehen, ob das da wieder steht. Es steht einfach alles wieder da. Okay. Gut, dann gehe ich mal wieder raus und wir gucken uns weiter um. Dab, 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 dab. Okay, das ist wieder der Friedhof hier. Das Haus, ja. Moment, jetzt ist, glaube ich, das kleine Mädchen wieder da, oder? Müsste ja eigentlich wieder da sein. Das war doch das Mädchen, was verschwunden war. Oder auch nicht. Ach so, es ist hier die Kind. Das Kind wiege. Oh, wieder rauslatschen. Ach, Moment. Käfer. Käfer. Käfer weg. Nein. Okay. Was ist denn da? Ach, hab ihn. Du hast einen Wankenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebter Kinder im Hockenhaut. Ach, du kneif gerne mit den Zangen. Den habe ich glaube ich noch gar nicht gehabt, oder? Nö. Okay. Cool. Okay. Was haben wir da drüben? Eine kleine Insel. Du kleine Insel. Was zum Buddeln? Ups, jetzt habe ich das Ding getötet, was da drunter war. Nein! Hätte gern gewusst, was das war, aber egal. Oder unten kann man irgendwann mal tauchen oder was? Okay. Aber ich glaube, ja, stimmt, es gab später nochmal eine Möglichkeit. Aber alles mit der Zeit. Okay, hier komme ich gar nicht hoch. Okay. Ja gut, wir machen die Wolkenschatte mal im nächsten Part. Was haben wir hier noch? Hier ist halt das, wir gucken uns mal in der Ritterschule noch mal ein bisschen um. Du-du. Hallo Link, Cookies sind immer noch nicht aufgetaucht. Suchst du dann vielleicht nach ihr, Link? Oh, was für ein Glück. Ich bin wirklich erleichtert, dass du sie gefunden hast. Ich wusste gar nicht. Ich wusste, du wirst es schaffen, Link. Ja, gut. Ja. Was haben wir hier denn? Na, du wärst schon viel glücklicher, Link. Das ist die richtige Einstellung. Selber wird nach Hause kommen, du musst dir fest daran glauben. Ja, ich hab's halt wieder gesehen, nicht? Und so. Okay, warum gehe ich hier eigentlich rein? Das ist sowieso sinnlos. Zelda-Zimmer. Ja gut, ich würde eigentlich sagen, damit ist der Part eigentlich vorbei. Bei, würde ich schon fast behaupten. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sind zum nächsten Mal wieder von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich hoffe, es hat euch sehr, sehr beim Zuschauen Spaß gemacht, wie mir beim Aufnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.